So, da sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man denn am besten mit diesen Vokabeln arbeitet. Also, ich drücke einmal hier drauf. Dann kann ich hier sehen, was ich alles machen kann. Das sind all die Vokabeln, die hier drin sind. Zu den einzelnen Vokabeln sage ich vielleicht später nochmal was. Wir nehmen die jetzt einfach mal so als gegeben hin und wollen mit denen jetzt üben. Wir können jetzt einzelne aussuchen. Brauchen wir nicht. Wir sind mittendrin oder am Ende der Unit. Also, auf geht's. Wir haben fünf grundsätzliche verschiedene Arten, die Vokabeln präsentiert zu bekommen, mit denen zu arbeiten. Das erste ist der Vokabelscanner. Seht ihr gleich, wird einfach nur mal einmal gezeigt, was ist denn das eigentlich für eine Vokabel, damit man das nochmal sieht. Ein Textmarker, da muss man in so einem Buchstabensalat die richtigen Buchstaben wiederfinden, um das Wort zu bilden. Kombinator, da geht es ums Zuordnen, Deutsch, Englisch. Buchstabensalat, das sind einfach nur einzelne Buchstaben, aus denen man dann das Wort zusammensetzen muss. Und dann geht es ans Eingemachte. Einmal bitte richtig schreiben. Und zwar richtig, richtig schreiben. Keine Schreibfehler. Das ist sicherlich ein großer Sprung von hier nach da. Werdet aber sehen. So, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit klassischen Karteikarten zu trainieren. Wenn ich das wollte, hätte ich klassische Karteikarten genommen. Also auf geht's. Hier unten einmal rüber, los. Beißen. Ja, bit. Das Schöne ist, ich kann mir das jetzt anhören. Bit. Ihr weiß ich nicht, ob ihr das jetzt auf in der Aufnahme auch hört. Okay, also weiter geht's. Married to, ja, das habe ich vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht, weil ich das to dahinter in Klammer habe. Das werden wir gleich mal sehen. Tourist, Touristin, klar, Tourist. Etwas zurücklassen. Erste Form, leave something. Jetzt müsst ihr gleich beachten, wenn ihr das schreibt, müsst ihr auch das something, STH, Punkt dahinter schreiben. Ob ihr das so mögt oder nicht, weiß ich nicht. Ob das so sinnig ist, kann ich auch noch nicht sagen. Das ist auch für mich jetzt erstmal so eine erste Phase des Ausprobierens. Wir schauen mal, ich habe es jetzt so gemacht, wir können das nachher immer noch in unserer Datei ändern. So, ich klicke hier mal ein bisschen schneller durch, geradeaus, weiter, straight on. Ja, First Aid Kit, prima. Letter, wissen wir, Plattform und so weiter. Emergency Services, cool. So, das sind jetzt die ersten, ich meine, 10 Vokabeln präsentiert er immer. Und mit diesen 10 Vokabeln steigen wir jetzt ein in den Textmarker. Okay, beißen, zweite Form, ich erinnere mich, war bit. Hier drin ist bit, also einmal am ersten Buchstaben klicken, dann den letzten Buchstaben klicken, alles ist markiert, prüfen. Was kommt raus? Super, all die Jahre des Studiums waren nicht umsonst. Verheiratet mit, jetzt muss ich mich daran erinnern. Married, aber Achtung, ich hatte ja noch das to dahinter in Klammern angegeben. Also bis dahin muss ich das markieren. So, weiter. Bahnsteig, Gleis, irgendwas mit P, ne? Plattform, wo bist du? Ja, das ist live. Ich kann es nicht ändern. Plattform, da ist sie. Ja, nochmal gucken. Aha. Geradeaus, weiter. Ah, hier haben wir was, genau, das ist schön. Straight on. Also hier geht's los. Dann geht es aber in der nächsten Zeile weiter. Straight on. Also bis dahin muss ich markieren. Prüfen. Ja, gut. Super. Okay, ich werde jetzt nicht mehr alles markieren. Ich möchte euch auch noch die anderen Sachen zeigen. Das Wichtige ist, wenn ich jetzt hier weitermache, ja, falsch, keine Ahnung, der merkt sich das. Also, er wird diese Vokabeln später, die ich jetzt einfach hier mit Prüfen falsch überspringe, wird er wieder präsentieren. Das heißt, solange ihr das nicht könnt, in einer bestimmten Form, präsentiert er euch das wieder. Bei der nächsten Variante. So, jetzt kommt der Kombinator, alles ganz einfach. Kühl, na cool. Klicken, rüberziehen, Drag and Drop, ne? Also, wenn es mir jetzt passiert, dass ich sage, ah, Buchstabe First Aid Kit, oh nee, das ist es ja doch nicht, muss ich leider hier unten auf nochmal klicken, dann kommt alles nochmal. Es geht von vorne los. Also, einmal zügig da durch, Buchstabe Letter, First Aid Kit, geradeaus, straight on, beißen, bit. Okay, prüfen, ja, super. Ich hab's voll drauf. Etwas zurücklassen, erste Form, leave something, gut, Bahnsteig, Gleis, Plattform. Tourist, Tourist, verheiratet mit und Rettungsdienste. Ja, prüfen. So, jetzt wird es spannender. Kühl. Cool. Jeden Buchstaben einmal angeklickt, dann taucht er hier oben auf. Fertig. Geradeaus weiter. Ah, wie war denn das? Straight
Ja. Wichtig, hier, Freizeichen. Strength, da stimmt was nicht. Oh, stopp. Zurück, zurück, zurück. G, H, T. Ja. Und jetzt on. Also genau hingucken, was ihr da anklickt. Nicht irgendwie so auf ungefähr. Python, zweite Form. Geht so gerade eben noch. Bit. Verheiratet mit. Ja, wieder aufpassen. Also, ups, schon verklickt. Married, jetzt das Freizeichen, Klammer auf, to, Klammer zu. Es muss alles da sein, auch gleich beim Schreiben. Weiter. Erste Hilfekasten, ja. Das ist ein I. First, Bindestrich. Aid. Kit. Okay, ich denke, das Prinzip wird langsam klar. Emergency Services, verdammt viel zu klicken. Das überlasse ich euch. Ich mache mal weiter, weiter, weiter. Viele habe ich ja hier oben nicht mehr. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt kommen wir zum freien Schreiben. Offensichtlich braucht ihr eine Tastatur. Ja, Bahnsteig, Gleis, Plattform. Okay, gut. Erste Hilfekasten. First Aid Kit. Rettungsdienste. Emergency Services. Ja. Verheiratet mit. So, jetzt kommt's. Married to. I am married to my wife. So. Jetzt sagt er aber, er sagt sogar richtig, hätte ich nicht erwartet. Gut, geradeaus weiter. Straight on. Bison. Bit. Tourist. Ja, passt auch. Cool. Etwas zurücklassen. Okay, also leave. Und jetzt something mit dem Punkt dahinter. Ja, Buchstabe, Letter. Damit sind wir durch. Er zeigt mir jetzt nochmal, was ich in welcher Form konnte und was ich nicht konnte. Ja, ein bisschen komisch ist, hier habe ich ganz viele Fehler, aber freischreiben konnte ich es. Logisch liegt daran, weil ich es einfach übersprungen habe. So, aber die Sachen, die ich jetzt nicht konnte, die wird er mir wieder präsentieren, in dem Moment, wo ich weitermache und mir die nächsten Vokabel anschaue. Es sind immer so 10er-Päckchen und ja, ich mag das gern. Ich finde es eine coole Sache. Ihr könnt es euch ja mal anschauen. Vielleicht hilft es euch. Okay.